Herzlich willkommen zur 10. Folge von Gold Rush The Game zusammen mit Tobi. Einen wunderschönen guten Tag. Moin, moin. Ja, es ist schon ein paar Tage her für euch, dass wir die letzte Folge hatten, ne? Das war in unserer Geburtstagskanalwoche Gedönsdingens da. Und Ein da paar muss ich sagen, Tage, ein paar Wochen, hä? ja, stimmt, es ist eigentlich schon ein paar Wochen her. Und, Ja, wir wissen noch nicht ganz genau, also je nachdem, wie viel wir jetzt insgesamt so haben, ob wir jetzt wirklich nur ein Video pro Woche haben. ja, das wird sich Ja, zeigen, aber aber es ist schon wahrscheinlich, eine Weile her. wahrscheinlich. So, da haben wir auf jeden Fall dieses schnieke Ding gekauft, mit dem wir jetzt diesen Bagger hier betanken können. Und heute geht es darum, dass wir mal ein bisschen Sand schaufeln, den wir dann auch verarbeiten können. Denn ihr seht, wir haben kein Gold mehr, das haben wir ja in der letzten Folge alles eingeschmolzen, ne? Und Ganze Kilo. gegen 40.000 Dollar eingetauscht, von denen jetzt auch immer 22.000 übrig sind. Und ich würde sagen, wir schalten jetzt allererstes mal die Waschanlage an, damit die läuft. Und dann heißt es erstmal Goldsand schaufeln, Goldsand schaufeln, Goldsand schaufeln. So, hier ist Also noch Sandschaufel mit Gold enthalten. Treibstoff, ist hier noch drinne. Und hier ist auch Treibstoff. Sonst hätte das jemand fast vollgefüllt, ne? Vorbildlich. Wer auch immer hier Chef dieser Mine ist. Doch, ganz komisch immer. So, machen wir die Schaufelkamera, mit der kann ich am besten arbeiten, ne? So, genau, jetzt haben wir hier unsere Steuerung. So, den muss ich mal ein bisschen reinkommen, deswegen mache ich immer das Steuerungsfenster auf, ansonsten muss da mal erst reinkommen. So, wie war das jetzt? Genau. Das ist hoch runter. Das hier ist das Ding auf und zu. Da ist sogar noch was drinne. Und so kann ich das einknicken und ausknicken. Okay. Muss ich vielleicht noch die Waschanlage an sich anschalten? Ja. Ich sollte doch die Waschanlage an sich anschalten, ne? Und nicht nur Wasser und Strom anschalten, ne? Und vielleicht auch nicht in die Grube unbedingt reinfallen, die ich ein bisschen nah an den Bagger rangegraben habe, aber egal. Die Faulheit. Habe das Gefühl, ich habe den Anhänger um die Scheiße geparkt. Welchen Anhänger? Oder den Treibstoffanhänger. Oder park den Bagger mal um. Ich glaube, das ist sinnvoller. Hilfe, danke. So, erstmal kurz das Ding ausmachen. So, dann packe ich mal den Bagger um. Eine andere Stelle, von der ich auf jeden Fall an das Waschmaschinchen komme. Ich würde sagen, ich buddel jetzt mal von hier aus. Ich glaube, das ist besser. Da habe ich die ganze den Rand bei mir hier dran. So, mal sehen, wie viel Gold wir da jetzt rausbekommen. Erstmal durch Nuggets, natürlich auch durch Waschen, ne? Kriegt auch Nuggets mit dem Auto? Hä? Man kriegt Nuggets auch mit dem Auto? Bagger? Ja, klar. Habe ich wohl nicht aufgepasst. Ja, 86 Gramm Nugget. Zack, und da seht ihr das 86,4 Gramm Gold plötzlich. 86, das weniger Ist ist ein das großer Brocken. ein Elftel von dem, was du die ganze letzte Zeit dann hattest am Ende. Ja.
Ich muss sagen, ich habe jetzt auch bei den Bullen bisher relativ wenig Nuggets gehabt. Auf welchem Nugget-Grad hattest du das nochmal? Da konnte man doch unterschiedlich einstellen. Keine Ahnung. Moment. Erstmal alles aus. Da kam gerade eine Meldung. Die Wasserquelle ist versiegt, es fließt kein Wasser mehr. Ah, cool. Du hast den ganzen Bach leer getrunken. Also, dass die Bäche und Flüsse im Winter zufrieren, ist mir bekannt. Dass die im Sommer austrocknen, ist mir neu. Och, immer machen die nur Probleme. Um 26 Grad, das ist ein kleiner Bach. Ja. Das Blöde ist aber auch, wir können das Gold, was wir jetzt gebuddelt haben, jetzt auch noch nicht auswaschen oder so, weil wir haben kein Wasser. Aber ein bisschen Geld. Also müssen wir uns auch noch einen Wassertank holen, oder wie? Scheint so. Also solange wir keine andere Parzelle haben, wo länger Wasser fließt. Ja. Na, wir können sonst nichts mehr arbeiten hier. Yay. Geld ausgeben. Wuhu. Da habe ich doch wieder Bock drauf. Das heißt einmal in die Stadt und Geld ausgeben. Yay. Das wollen wir neu, dass der Bach auch austrocknet im Sommer. Aber wieder so ein Grund, Sehen warum ich. einen Pascal, der dachte, er kennt sich in dem Spiel aus. Ja. Also sieht man wieder, warum nur der Frühling die einzig wahre tolle Jahreszeit ist. Winter zu kalt, Sommer zu heiß und und Herbst zu matschig und eklig. Deswegen genießt das aktuelle Wetter draußen. Ich hoffe, ihr habt gerade schönes Wetter. Bei uns heute, wo wir aufnehmen, ist sehr schönes warmes Wetter draußen gewesen. Eigentlich toll, dass wir nicht draußen waren, ne? Naja, nicht wirklich, ne. Nee. Wir haben uns lieber in unseren Innenräumen versteckt, den ganzen Tag hinweg. Gut, ich habe mich auch für anderthalb Ich glaube, Stunden da, heute ich glaube, in der Turnhalle versteckt einmal. Ja. deine, ach Gott, deine draußen Midlife-Crisis, die kannst du auch woanders austragen. Die musst du jetzt nicht allen erzählen. Draußen, ach Ja. egal. Ja, ich durfte heute auch anderthalb Stunden mal des Tages in der Turnhalle verbringen. Sportunterricht am Nachmittag. Das besser Aber geht gut. gar nicht. 10.500 wollen sie dafür haben. Großer Naja. Kraftstofftank ist im Angebot. Nur so mobiler Kraftstoff. Ach, es gibt auch nicht mobile Kraftstofftanks. Blutlichtmast. Cool. Und hier sind noch riesen Wasserpumpen, da kannst du in Riesenmengen Wasser pumpen, wenn du die brauchst. Aus dem See. Ja. So, wir nehmen stattdessen aber hier lieber den mobilen Wassertank. Ach, wir werden wieder arm. Und zack, haben wir noch 12.000 auf dem Konto. So ist das. Ah, dafür jetzt diesen schönen Wasseranhänger, den wir immer voll tanken können, mit Wasser, auch nochmal Geld ausgeben dürfen. Was ein Geld? Ja klar, Wasser kostet Geld. Wenn du sie aus dem Bach nimmst. Also dafür geht es zumindest aus, dass die ja Geld für haben wollen. Also wir nehmen das jetzt nicht aus dem Bach, sondern aus dem Wasserturm. Ja. Ich wollte bremsen, nicht weiter beschleunigen. So, wir das aus der letzten Folge mit perfekt einparken. Also, besser geht's doch kaum.
Ja, man könnte vielleicht die Handbremse lösen. So, wo war nochmal der Wasserturm? Der war in die Richtung. Also immer noch um den Kreisel fahren. Weil ich es mal nicht hinbekomme, hier abzubiegen. Und dann ist da ein großer Wasserturm. Ich brauche einen Schlauch. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal wieder zu uns zurück, holen uns einen Schlauch und dann holen wir uns hier Wasser. Und ein Schlauch kein Wasser. Dass hier nicht mal Schläuche irgendwie parat liegen haben oder so, wenn man schon Geld ausgibt hierfür. Unglaublich, unglaublich. Eine Schweinerei sondergleichen, du. Au. Au. Stimmt, wenn man hier wo gegen kollidiert, dann gibt es immer diese lauten Kollisionssounds. Ganz vergessen. Ich bin letzte Folge irgendwo kollidiert. Deswegen hat man den Sound ja auch gar nicht. Ah, jetzt kam der Sound nicht, aber der ist immer so schön laut. Er ist bestrafend, sagen wir es mal so. Ja. Und egal wo gegen du fährst, ob Holz oder irgendwas, es ging immer dieser metallische Sound. Der Anhänger bricht dezent aus. Ach, das wird besser. Ihr seht, ich habe Führerschein, auf jeden Fall nicht. So. Dann einmal hier an dem Industriegelände vorbei. Das ist auch nur dazu da, damit man hier sein Magnetit abgeben kann. Weil wir müssen ja unser Gold, was dann rausgefiltert wird, ja noch vom Magnetit abscheiden, ne? Damit das Gold reiner wird. Und dann haben wir immer noch Magnetit, was wir dann auch noch in gewissen Mengen bekommen. Und das können wir dann eben dann hier abkippen, ne? Und verkaufen. Ne? Alles brauchen wir auch noch so extra Magnetitanhänger, um das Ding dann zu verkaufen oder so. Deswegen. Ja. Ist so eine Sache. Also mal, ihr seht schon, man muss sich hier 30 Milliarden Sachen am Ende kaufen. Wir stehen, auch wenn wir schon einiges hier gemacht haben, mittlerweile Bagger und alles Mögliche haben, wir stehen noch ganz am Anfang. So. Wo habe ich Wie einen gesagt, Schlauch? die am reichsten wurden, sind die Leute, die die Ausrüstung verkauft haben. Ich kann ja alles verkaufen, was ich habe. Nein, aber die Händler. Ach so, ja Vom klar. allgemeinen Goldrausch. So, liegt hier noch irgendwo ein Schlauch, ein Dicker? Nee, nur zwei dünne Schläuche. Und zwei Starkstromkabel. Aber kein dicker Schlauch, den ich übrig habe. Okay, ich muss einen neuen dicken Schlauch kaufen. Tap, 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 Oder ich da. klaue mir hier einfach einen. Ich will jetzt nicht die Wasserfilter hier neu. Na gut, hier das Ding brauche ich ja, muss ich ja nicht da anschließen den Verteiler. Ich kann ja einfach dann das, muss das Wasserfass dann in den Verteiler anschließen. Das heißt, ich kann einfach hier. Das Wasserkabel hier nehmen. Wasserkabel, genau, den Wasserschlauch hier nehmen. Abmachen, mitnehmen und dann einfach mit dem, diesen Verteiler, der da ist, dann mit dem Wasserfass dann einfach verbinden. Ne? Weil ich dann da die andere Pumpe hier eh nicht brauche. Gut, dann machen wir das Ganze so. Weil der hat ja schon Generator hier hinten drauf, der Wassertank, über den das Wasser dann halt eben dann abgespeist wird. Und wieder zurück in die Stadt. Wir sind ins Dorf. Eine Stadt ist es ja nicht wirklich. Dorfle. Naja. Aber wie heißt es doch im Leben? Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Da dachte ich, ich mache hier so ein bisschen Gold schürfen, dann waschen wir das Ganze aus, können vielleicht mal verkaufen gehen die Folge. Nö, wir holen uns dann jetzt doch schon den mobilen Wassertank, der gerade dezent ausgebrochen ist. Und damit wir überhaupt weiter schürfen können. Ah gut, warum nicht? Was wir halt auch noch dann machen könnten, die Folge kurz, ist, dass wir mal ins Handbuch schauen, wie überhaupt Tier 3 aussieht.
was uns denn dafür alles besorgen müssen. Und dann wirklich mal eine Strategie aufstellen, wie wir denn jetzt weiterverfahren wollen. Also ob wir Tier 3 hier noch aufbauen wollen, auf dem Claim, oder tatsächlich uns den nächsten Claim erstmal erkaufen wollen. Oder ermieten, ne? Je nachdem. Da hatten wir am Ende der letzten Folge schon mal ein bisschen philosophiert, was da sinnvoller wäre. Und ja, ich bin falsch abgebogen, egal. Ich biege hier nie richtig ab, ne? Egal. Jetzt uns aber meine Strategie erstellen und dass ich dann bis zur nächsten Folge oder übernächsten oder irgendwie so dann wieder gut weiterspiele, dass wir auch ein bisschen vorankommen, Let's Play, weil, wie gesagt, die ganze Zeit schaufeln, das kann ich euch ja auch nicht antun. Deswegen, so, wir müssen ja mal wenden, unser Tankanschluss, glaube ich, auf der anderen Seite für das Wasser. Das klang nicht gut. Ja, ich habe einen Holzpfosten überfahren. Da stehen überall irgendwelche Holzpfosten rum, die kannst du alle abknicken und die werden danach wieder respawned. Deswegen. So. Würde mich verarschen. Der Output hier ist nur von einem noch größeren Wasser. Okay. Das heißt, brauchen wir noch ein extra dickeres Wasserrohr. Warum nicht? Dann nochmal zum Shop einen anderen Wasserschlauch kaufen. Ah, mir geht's gut. Du spielst das freiwillig, ne? Ja, Zwingt dich ja. keiner dazu. Ich weiß schon. So, wo waren die Wasserschläuche? Hier. So einen Vieh brauche ich. 264 wollen sie mir dafür nochmal abknüpfen. Wenn ich überhaupt Wasser tanken kann. Ah. Naja, Was brauche ich dabei denn so dauert einen es wohl. fetten Schlauch dafür? Reicht da nicht der normale dicke Schlauch? Aber gut, den kann ich jetzt am Wasserturm da irgendwo einfach liegen lassen, ne? Dann habe ich den fürs nächste Mal wieder da, wenn ich auftanken muss. Weil bei mir brauche ich den auch nicht. Ich dachte, den brauche ich dann erst. Ich dachte, den muss ich dann erst irgendwann mal kaufen bei Tier 3 oder so, wenn da die so riesigen Parillos kommen, die dann diese riesen Wasserrohre brauchen, weil die einen extra gigantischen Wasserverbrauch haben. Aber gut, kann halt eben jetzt schon. Hast es. Ja. Das ist mir abgewöhnt, die Handbremse zu bremsen. Aber es macht Spaß. Output. Das sind echt dicke Dinge. Wie? Ich muss auf flachen Oberfläche platziert werden, wenn ich den abkoppel. Okay, ich muss den abkoppeln vorher. 0,01 Ja, ich habe nichts eingefüllt. Eisboliter. Denken 100.000. Gut, dann gehen nochmal 1000 weg. Dann Da bleibt der passt hier jetzt mal 1000 Liter. liegen. Ich habe jetzt hier Wasser drinne in dem Ding. So, und dann können wir jetzt weiter. Können wir gleich weiter baggern? Und ich sollte vielleicht den Yay! Anhänger mitnehmen. Deine Idee. Moment, so. Einmal das Escape-Menü. Nee, da war das nicht. Genau, und da haben wir hier unser Notizbuch. Da wollte ich jetzt erstmal nachschauen, noch kurz.
So. Stufe 1. Stufe 2. Stufe 3. Zum Sperrmaschinenhandler braucht man Rüttler, Trommel, Duplex-Jig, Waschrinne, großer Stromgenerator und Kabel. So, dann müssen wir diesen großen Rüttler aufbauen. Oder diese Schaltzentrale, die wir in der letzten Folge gesehen haben, auch. Diese Riesenwasserpumpe hier, dann diese Riesenwasserschläuche. Große Wasserfilter, dann diese Waschtrommel, alles möglich. Also, das wird ein sehr, sehr teures Unterfangen, ihr seht schon. Kann man noch erweitern. So, dann Stufe 4. Also ursprünglich ging es nur bis Stufe 3 im Spiel. In Stufe 4 und 5 kamen später tatsächlich dazu. D-Rocker, Old Arnolds Trommel, zwei Planter, Waschrinnen, großer Stromgenerator, Kabel, Waschrinnen, Gitter, Eimer, Schürfgitter, Schürfmatten, Zelle, Blubso. Das ist ja ein riesen Apparillos hier. Wobei ich das Gefühl habe, Stufe 4 und 5, die sind ähnlich wie Stufe 3, nur einfach noch riesiger und effektiver. Einfach. Das ist jetzt so mein Gefühl, Aber was keine ich habe. größeren Änderungen. Ja. Ah gut, ich würde sagen, das war jetzt erstmal von der Folge. Jetzt haben wir schon mal gut was gesehen. Und wie wir dann weitermachen, das Ganze uns überlegen, vielleicht nochmal einen Schlürfzeitraum oder so, das seht ihr in der nächsten Woche, in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.